Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Stationeers. Ja, wir haben beim letzten Mal so ein bisschen vorbereitende Sachen gemacht. Und ich will jetzt in Feld 7x7 vorbereiten. Das heißt, ja, relativ großes Landefeld, also 4 noch nach da. Das sind 4, also macht das hier noch 3. Und ja, da will ich einfach ein adäquat großes Landefeld erzeugen, was mich natürlich auch ja einmal, ne, also einmal so ein Riesenteil und dann ist aber auch gut so mäßig, ne? Hat natürlich wieder den bitteren Beigeschmack, dass wir das, was wir eigentlich machen wollen, nicht machen. Immer das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, genau, Betten ist bereits aktiviert. Ja, und schon wieder sind wir ja so ein bisschen von unserem eigentlichen Vorhaben abgekommen, ne, auf gut Deutsch. Aber das ist eben einfach so. Oh, Junge. Schon steckst du da drin. So. Aber dann gut. Wir wollen nicht jammern, wir wollen klotzen. Ne? Das ist ja auch so. Jammern können wir noch ganz viel. Aber die Arbeit macht sich dadurch auch nicht wett. Ja, das ist so. So, und so schlimm ist es ja noch auch nicht, immer schnell eine Ecke auszuhöhlen. So. Genau, etwa so. Mensch, ich hab doch noch gar nicht, es ist doch noch gar nichts optisch passiert. So, so sieht's doch aber gut aus. So. Zackerlacker. Und los. Oh Mann. Jax mal 6 für den ganz großen Händler. Wenn ihr denn aber auch mit einem grafisch dargestellten Minischiff kommt, dann rastig aus. Also ich möchte schon, dass das Feld auch, sage ich mal, voll wird. Ja, das ist so. Wenn ich hier schon jetzt ein 7x7 Feld aus dem Boden stanze. Ja, das ist so. 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 Dann haben wir da die Hälfte des Feldes nämlich auch schon fertig. Weil ich habe auch mal, ich meine gehört zu haben, dass irgendwann tatsächlich. So, keine Sheets mehr. So. So, das sind 3. Das wäre dann die Mitte. Und es würde gehen bis da. Junge, das ist ja ein gigantisches Feld. Ja, gigantisches Feld. So, und das müsste man dann theoretisch noch an der Seite mit Atmospheric-Toren schließen, damit man das Gas-Storage halt richtig. Ist das jetzt tatsächlich da reingeflogen? Ja, 130 Trilliarden.
Werkzeuge. Da werden die eingesaugt. So. Ich finde es zwar geil, aber ich finde es nicht geil, dass es eingesaugt wird. Bin ich ehrlich. Obwohl ich das jetzt auch nicht geil finde, weil es halt vor der Anzeige ist, ne? Ist halt einfach so. Naja. Hast du denn noch genug Stahl drin? Nee, hast du nicht. Wir haben auch keinen Stahl mehr da. Aber wir haben hier noch. Hatten wir nicht noch Sheets? Doch, da, ja. Und wie sieht das aus mit der Battery? Ich nehme sie gleich mal mit raus. Gucken, ob das reicht. Heftig, heftig, heftig. Warte hier schon wieder an, ne? Zwei Funken lang nur Händler. So. Aber ich kann ja nicht dafür, wenn die so eine harten Auflagen legen. Und 6x6 ist vermutlich, damit man es noch reinkriegt, ne? So. Copper Steel Kobalt. Copper Steel habe ich ja schon dabei und Kobalt. Da 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 da. Der kommt jetzt
So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nur lese ein. Sechs. Sieben. Oder? Essen, trinken, extra kauen. So. Bringen wir eben noch hoch. Der Chamba wird so gehalten, wie sie gehalten werden muss. So. So, wie viele von denen haben wir eigentlich? Kein Stil mehr. Warte mal, 7 mal 7 macht 49, 9 sind draußen, 20 habe ich dabei. 8 sind noch hier, 28 und 9 macht 37, also noch 12. So. Ja, ja. So, dann fangen wir mal an. Eins. Zwei. Drei.
Gibt also keine Fläche ohne was drauf. Gibt nur Flächen mit was drauf. Das ist natürlich völlig bescheuert. Völlig bescheuert, ist aber so. So. Völlig bescheuert, ist aber so. So. Power and Data sehe ich ehrlich gesagt hier hinten. So. So, dann sehe ich das Ding. Ich die noch mal rausnehme und dann wollen wir mal gucken. So. Und dann so, und jetzt speisen. Irgendwie so. Irgendwie so. Muss ja. So, und dann brauche ich noch Frames. Rammes, jawohl. Ja, kann ich schon nicht so verstehen, ne? Ist so. Kann ich wirklich nicht verstehen. Wir werden es sehen. Ja, genau. Das wäre schon, ne? Hätte ich das nicht umgebaut, wäre das schon wieder voll in die Hose gegangen. Und Frammes. Oh, Jung. Manchmal ist es echt schwierig. So, achso, ich habe ja noch 10 Frammes. So, Frammes, Köbel, alles wieder ein bisschen einstampfen, alles wieder ein bisschen umbauen und alles wird schön. So, dann wollen wir erstmal die noch ändern und die noch ändern.
So, wenigstens ging das auch. Na gut. Gut, gut. So. Genau. So, dann habe ich das alles jetzt fertig geschweißt. Jetzt können wir Göbel machen, schnell. Und dann können wir noch mal blöd gucken. So. So. Da, genau. Gut. So. Das müsste jetzt passen. 7x7. Green Futures. O2. So. Interrogate. 15 Flugzeuge. A trader has requested permission for landing. Trader cannot as active back at is available. You need a powered vending machine to the network. Interact with this trader. Ist doch. Trader cannot land as no active landing pad is available. What is that? Nichts, oder was? Das ist kein aktives Landingpad, ne? Im 7x7 Format.
Ist doch aktiviert. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe die Vending Machine, ich habe alles. Ist ja auch angeschlossen. Data and Power. Aber hier ist ein O2-Zeichen. Was ist denn das? 7x7. Ist ja 7x7. Oder nicht? Ich würde jetzt sagen, das ist ein 7x7. Habe ich nicht. Muss ich die Schüssel noch einmal abbauen oder wenn? Genau. Junge, 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 Junge. Mit der Crowbar. Mit der Handrail. Mit der Angel Rhino. Nochmal mit der Handrail. So. Ja, ich muss wieder raten. So, mit der Branch. Mit der Plastic Sheets. Aber da ist doch mehr als Data and Power ranmachen, kann ich ja nicht. Oder? Wo ist jetzt wieder dein befucktes Problem? Ja, hier war ja sonst auch immer der Punkt. So. So. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Wo ist sein Problem? Der ist doch da dran, oder nicht? Warum wirst du nicht erkannt? Warum muss ich schon wieder Zusatzprobleme erhalten? Ja? Was ist das Problem? Ich kann es nicht beantworten, denn ich habe so. Ich hasse auch so eine Probleme, wisst ihr? Activate, 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 activate. Ich meine, wenn der Knopf wieder rauskommt, was soll ich machen? Es habe hier Medium Satellite Dish Unknown. Warum Known? Kann mir das mal wieder jemand, also wirklich, wie ich sowas hasse? So abgrundtief hasse ich es einfach. Landing Pad 2x2 Centerpiece. Was ist das wieder für ein Ding? 4x Kit Landing P. So, und dann haben wir... Ach du Scheiße.
Da gibt es dann wieder irgendeinen Spezialkram und also ich könnte manchmal, also wirklich Leute, manchmal fühle ich mich absolut verarscht. Ja, oh Mann, ey. Welches? So. Manchmal fühle ich mich absolut verarscht. Hier gibt's also wieder irgendwas. Was irgendwie auch irgendwie so Requirements. Ist dieses Centerpiece. So? Ich weiß es nicht. Und es regt mich auch nur auf. Nee, das sind vier einzelne. Da steht 4-Kit Landing Pad. Das ist Landing Pad Basic. Ist es also wieder was anderes? Leute, also sowas bringt mich wirklich zu Weißglut. Diese Schreibfehler jetzt noch dazu. Landing Pad Basic und Landing Pad Atmospherics. Woher kriege ich Landing Pad? Es gibt Landing Pad One Ray, Landing Pad Atmospherics und Landing Pad Basic. Please sage mir, what is the right from the stuff? Ansonsten packt eure scheiß F1-Taste wenigstens korrekt hin. Versteht ihr? Machtet korrekt. Da könnte ich The Bulba on Fire, Alter. Ich könnte ehrlich, also wirklich, also bei sowas, da bin ich überhaupt nicht ruhig. Warum machen die so einen behinderten Scheiß? Wenn ich F1 drücke, dann muss das stimmen. Das muss stimmen. Wenn das nicht mehr stimmt, dann, also Rocket, also wirklich, ihr seid behämmert, wenn ihr das so lasst oder ne, das eine muss Hand in Hand sein. Ich bringe ein neues Bauteil rein oder es soll anders funktionieren. Ich ändere die Beschreibung in Game. Whatever. Also Leute, da müssen wir jetzt durch. Sowas ärgert mich. Also, ich bitte euch, Kollegen. Ich bitte euch aus tiefstem Herzen. Hier steht nämlich Landing Pad Atmospherics. Ja, was kann ich denn daraus alles machen? This, 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 this und this. Ja, so. Ist eindeutig. Ja, Landing Pad Atmospherics. Constructed vom Landing Pad. Also, und was ist das? Landing Pad Center, Landing Pad Basic. Cross. Landing Pad Basic. Was kann ich damit machen? Die fünf Dinge. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ne? Aber Landing Pad. Wo kommt es her? Who is ne? Which printer? No printer. Steht hier dran, Rich Printer?
Electronics Printer, Printer Tier 1. Während Landing Pad? Gibt's kein Printer. Landing Pad Basic. So, wenn ich das nochmal suche. Kann man so nicht nochmal suchen. Natürlich nicht. Völlig klar, dass das jetzt wiederum nicht geht. Muss ich hier wieder auf Home drücken und dann kann ich das nochmal gerne neu eingeben. Ja, was ist das hier? Kann ich auch nur mit dem Landing Pad machen, 10 Stück. So, und das mache ich mit Landing Pad Runway. Und sicherlich ist das auch so. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, wie es geht. Und ja. Das ist, also wirklich, das ist auch eine Wut im Bauch, ja, wo man mal wieder, wo ist das Problem, mäßig, ne, wo? Wo ist das Problem, wo? Bitte, tausch das Werkzeug aus der Hand. Ne? Es ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ich kann ja nicht prinzipiell. Es gibt ja eine. Was soll ich denn hier reinmachen, wenn ich quer? Das ist halt, ne, das Problem. Jetzt ist er weiß. Jetzt ist er wieder weiß. Dataport ist auch dran. Er wird aber hier nicht erkannt. Old Vending Machine. Hat die keine Power? Habe ich nicht den Schalter gedrückt? Doch. Ich kann sie bedienen. Ist powered. Ah. 79 Degrees. Was bedeutet das? 15 Flugzeuglandeplätze, oder? Könnte natürlich sein, dass wir hier 15 Flugzeugparkplätze fehlen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, du fahr doch mal auf deine 45 Grad, Mann. So, 79. Nach links oder nach rechts?
Ja. Auf den Parkplätze würde ich jetzt noch daraus schließen. Oder ist hier irgendwie, ist hier Shit? Comms Terminal, Contact Known. Nur mal so zum Spaß. Nur mal so zum Spaß. Ne? Müssen wir gucken. Können wir machen. Aha. Also aufgehangen. More or less. Um 96 Grad. Also dieses horizontale Ausrichten, das dauert halt echt Stunden, ne? Da drückt er sich auch voll in die Vending Machine rein. Nun gut. Also wieder ein absoluter Bug on the road on Rocket, ja. Absolut F1 Thema verfehlt. Muss ich Kritik auch mal genauso anbringen, ja, wie sie eben ist. Keine grauen Oberflächen, dass man das Muster, was man hier hatte, beibehalten kann, ist nicht. Hier fehlen dann auch die Eckzugänge. Ja. Und hier fehlen die T-Stücken. Ja, es ist also aktuell nicht so rund, wie ich mir das vorstellen würde. Also aus meiner Sicht kann ich das nicht so schick machen, wie ich es gerne wollen würde. Ne. Ja. Denn diese Sucherei mit dieser Scheiße hier ist auch absolut unbefriedigend. Ja, da macht man echt den und wartet. Ja, richtig eingestellt, falsch eingestellt. Man kriegt halt während der Bewegung keine Messwerte, ob es besser oder schlechter wird, wie bei jedem anderen Antenne auch. Signalstärke größer, kleiner ist nicht. Ja, dann dauert das jetzt hier, ne? More or less können wir knicken. Minus 121 from contact. Ja. Minus 121 sagt von mir, okay.
dass ich hier auf 120 Grad drehen müsste innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn wir die Hälfte in der Zeit schaffen, ist es gut. Also es ist absolut aus meiner Sicht super unbefriedigend. Und dann wissen wir auch nicht, was wir bekommen. Wir wissen halt nur, dass wir hier 8 Stunden lang jetzt unseren scheiß Satelliten drehen und währenddessen uns die Zeit abläuft. Das wissen wir. So, und jetzt lassen wir den drehen und drehen und drehen und es dauert eben Stunden, bis wir da was hinkriegen. Und die ganz große Schüssel ist ja noch kleiner. Also, die ganz große Schüssel braucht ja noch viel länger. Ja, das ist ja schon... Man müsste jetzt quasi mit der kleinen vorausrichten. Guess for less, ja. Das haben sie ja schon gut gemacht. Er gibt hier also Gas. So, und das Selling Scheiß. Empty Gas Bottles, 57. Will haben 12. Ne, will haben 12, Gas Bottles. Ja, wir brauchen ja auch Geld, wenn wir Dagger kaufen wollen, ne? Gucken, ob wir da 12 Stück schnell rausballern können. Aber das ist ja, ne? Boah. Also das war absolut unbefriedigend, gerade dieser Bug, dass er das nicht erkannt hat. So, ihr habt es auch gehört, ne? Ja, dem müssen wir jetzt erstmal kurz auf die Spur gehen. Noch. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Vielleicht finde ich das jetzt schneller raus. 20, 21, 8. Hat sich angeglichen, gerade 20 Kilomol. 20. Jetzt hier hinten eigentlich eher so im Verdacht gehabt, ne? Aber der hat 40, der hat 11, der hat 20. Irgendeiner nicht ganz angeschlossen. Wenn nur einer irgendwie beim Anschluss einen Fehler haben. Irgendwie da. Wasser. Wir pumpen die ganze Zeit Wasser
ins Wassersystem. Tonnenweise. Und haben keinen Wassertank. Wasser ist voll. Naja, dann. Gudi, haben wir es rausgefunden? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, obwohl ich mich mal aufregen muss auch mal. Und ja, ich pumpe jetzt die 12 Kanister da noch rein. Die ich jetzt anstelle. Ja. So. Ich bringe die da jetzt raus. Die ersten. Das wird ja wohl nicht sofort platzen. Und dann werde ich dafür Druckentlastung sorgen. Indem ich mir da noch einen Tank hinstelle. Oder machen wir das jetzt so schnell in der Folge? Ach komm, wir machen es noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann müssen wir einen Liquid Tank bauen. Schnell. Liggity Liquid, jawohl. Ja, was für ein einfacher Neustart, ne? Aber ist schon wieder, ne? Ist halt, boah. Ich spiele ja nicht mal die Beta. Ja, und da erwarte ich natürlich auch anderes. So, 5, 6. Die siebte hat wieder irgendwer gefressen, ne? Ich rieche das schon. So. Tank. Liquid Tank. Ja. Drei. Insulated Liquid Tank. Big Five. Noch vier müssten, schaffe ich wieder nicht. Der geht vor mir die Tür zu? Wirklich, also wirklich. Dieser Stress, dieser Stress, der dadurch entsteht, durch dieses. Durch dieses Krachen der Rohre, ne? Das ist ja, ne? Das ist Stress. Das ist wirklich Stress. Geht vor mir die Tür zu. Da geht vor mir einfach die Tür zu. Das ist einfach so. Lag vor meiner Nase. Du nicht. Ja, ich hab's ja mitgekriegt. Wow! What eine Folge, ey.
Hallo. Stock full. Ja, tschüss. Gut. So, das dazu. So, dann lösen wir das Problem auch noch. 2, 4, 6. Wir schon mal vorproduzieren. So, wie viel haben wir? Hier. Dann sind wir auch wieder auf Stand, haben alle Probleme gelöst. Haben wir. Brauchen wir noch Insulated Pipe. Ist da. Haben wir noch 9. Insulated Pipe. Ja. 20. Ja, 20. So, und dann haben wir das auch gelöst. Eigentlich müssten wir den auch irgendwie da hinten hinstellen. Boom. Boom, Schakalaka. Also, Ranch habe ich schon. Ach, du ahnst es nicht. So. Ja. Druckausgleich hat stattgefunden. Ist das geil. War doch eine smarte Lösung von mir.
Druckausgleich hat also stattgefunden. 9,594 Megapascal, 16,31. Meister davon Stickstoff. Wir haben tatsächlich auch wieder 38 Kilo Sauerstoff parat. Wir haben Volatiles parat. Wir sind über dem Berg, auch ohne Duggies, ne? Quatsch. So, jetzt müssen wir hier noch den NOS einspritzen. Die Treibstoffmischung ist schon auch perfekt. Ja, also im Groben und Ganzen löppt der Lachs jetzt. Das ist eventuell umsonst gebaut worden. Aber gut. Sei es wie es wolle. Also ich denke mal, vielleicht war es einfach nur, dass wir deswegen keinen Sauerstoff hatten, weil wir eben einfach noch nicht so viel gepumpt hatten, um die ganzen Systeme auf diese Drücke zu bekommen. Weil das sind ja doch relativ viele Mol, die wir da brauchen. Und als kleines Goodie, ja, für euch, werde ich trotzdem noch, also für mich ist es auf jeden Fall ein Goodie, bevor ich jetzt aufhöre aufzunehmen. Ich habe wieder genug Aufnahmen für die Woche, glaube ich, voll. Dass wir, ja, noch einen letzten Blick hier reinwerfen. 38,21 Megapascal bei 3268 Grad. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen beim nächsten Mal die Produktion denn drosseln. Das war jetzt, haben wir bei 7,79 Kilomol, haben wir 3270 Grad plus das, was in den Rohren ist. Und ich, ne, also wir müssen ja irgendwann aufhören zu heizen. Wir haben aktuell 38 Megapascal Druck bei der Temperatur. Sprich, wir müssen, ne, also ich werde das stufenweise herunterfahren. Jetzt heizen wir noch mit Vollgas. Ja. Und ab 40 Megapascal arbeiten wir dann noch mit 75%. 42,5 Megapascal mit 50%, ab 45 Megapascal mit 25%. Und dann fahren wir den Tank bis 49 Megapascal mit den letzten 25% noch hoch. Und dann ist das wieder gut und genau abwärtskompatibel, wenn der Druck eben wieder fällt, weil Gas benutzt wird und wieder neues Gas dazukommt. Bedeutet natürlich, dass wir denn in dem Fall ja wieder zuschalten. Ja, es wird eine reine, ne? Dass wir das wirklich so langsam so puff, puff, puff aus. Ja, guck mal, hier haben wir auch schon wieder, oder wir haben ja fast 40 Megapascal drin. Achso, wir wissen ja schon, dass wir hier die Verarbeitung 974 haben. Das heißt, hier müsste eigentlich Druck anliegen. 16 Megapascal, ja. Ist aber noch nicht gestartet. Obwohl ja eigentlich die Nacharbeit... Weiß nicht, ob der, ab wann der loslegt. Ab wie viel Pascal der loslegt. Wie viel Druck er anfängt, Energie zu produzieren und die Abgase runterzukühlen, weil er kühlt ja die Abgase runter. Das kann ich noch nicht sagen. Also, wir haben es programmiert und ich gehe davon aus, dass es funktioniert und damit war es das. Wir haben hier schon 16,32. Guck, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen was dazu. Die Pumpe hat gepumpt. Genau. Die Pumpe pumpt immer ein bisschen rüber und schiebt es dann so Stück für Stück in den Tank. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, ja, auch wenn man nicht alles glatt lief. Wie gesagt, Hotgas, Heizsteuerung müssen wir demnächst in Gange bringen, dass wir nicht überheizen. Und dann geht es alles in Gang, würde ich sagen. Nicht wahr? Dann geht das alles seinen Gang.
Tschüssi, Leute. Machtet Juhut.